So, meine lieben Zuschauer. Und da bin ich auch mal wieder mit Final Fantasy 7. Und ja, wir gehen jetzt mal in die nette Höhle, die wir beim letzten Mal entdeckt haben. Klingt schon mal alles hier ganz toll. Guck mal hier oben. Hier gibt's auch, finde ich persönlich, meine Lieblingsmaterie. Die ist ganzen Spiel, weil, keine Ahnung, die ist so super, da kann ich nichts gegen sagen. Also, ich bin total begeistert von dieser Materie. Ja, jeder, der jetzt Final Fantasy 7 gespielt hat, wird natürlich wissen, welche Materie ich meine. Haut doch nicht weiter auf sie, weil sie verhaut euch jetzt. Oder auch nicht. Naja gut, es gibt auch noch eine Bewandtnis zu den Miss, warum ich die Miss jetzt nicht so aufregen. Und zwar, es gibt ja, wie in jedem RPG, gibt es ultimative Waffen und, ich glaube, die ultimative Waffe von Tifa war halt so, dass halt, wenn du jedes Mal ein Miss hast, kriegt man, erhöht sich der Wundschaden von ihr. Was natürlich sehr gut ist. Wir töten natürlich erstmal die Cobra, weil wir noch den Flammenwerfer auf Cloud haben wollen. Ja, und da haben wir es auch schon. Zack. Feindes können Flammenwerfer. Ich werde mal versuchen, in diesem Durchspielen so viel Feindes können wie möglich für mich zu requirieren. Mache ich normalerweise absolut gar nicht. Ist mal was ganz Neues und darum werde ich das einfach mal machen. Nein! Du solltest nicht sterben, du solltest noch eine Attacke abkriegen. Na ja, gut, egal. Dann kriegt das halt der Nächste beim nächsten Mal ab. Nee, ich habe ja schon eine Feindeskönnen gelernt und zwar Mantra. Das habe ich zwar gemacht, als ihr nicht zugeschaut habt, also ich werde das auch nicht immer machen, wenn ihr zuschaut, aber halt durch Zufall halt werde ich natürlich dafür sorgen, dass ihr zuschauen könnt. Weil die Gegner werden uns ja über den Weg laufen normalerweise. Warte mal, jetzt muss ich kurz gucken. Ja, muss ich doch. Hier kann man noch ran. Ja, kann man auch. Ja. Ich habe ja gesagt, ich spiele ohne diesen Fall, aber trotzdem, zu Hilfe kann man ja mal benutzen. So, und zwar haben wir Fernwirken gekriegt. Und das kriegt unsere liebe Tifa. Nee, kriegt sie nicht. Red auch nicht. Ja, wem soll ich denn dann geben? Dann nimm du Fernwirkung und du kriegst Heilen. So, abgehakt das Thema. Dann können wir nämlich tiefer. Ja, ein, dass ich schon wieder was vergesse. So stellen nämlich. Nach hinten. Normalerweise nämlich Cloud, weil er den besten Schaden fährt, aber tiefer ist auch gut. So kann ich auch einen Tifa auch länger in meinem Team behalten, weil ich normalerweise ein Team aus Fernkämpfern besitze. Also mag er. So, ich zeige euch mal das Feindeskönnen-Mantra. Damit ihr natürlich das sehen könnt. Und außerdem geht auch der Kampf da schneller. Hat natürlich alles Vor- und Nachteile, ne? Ich hätte ihn eigentlich hinten erwischen können, aber egal. Was mache ich hier eigentlich nur? Egal, ein Gegner weniger. So. So sieht auch dein Feindeskönnen beschwörungmäßig aus. Bam. Wird eigentlich... Dann werde ich mir beim nächsten Kampf mal unseren lieben netten Beschwörungs... Wow, sie hat schon wieder Limit. Ich habe, glaube ich, keine Beruhigungsmittel mehr eingekauft. Aber egal, das Limit ist... Limit ist Limit, denke ich mir gerade. Wir müssen unbedingt irgendwas machen, damit wir auch die zweite Limitstufe bei Tifa erreichen. Ich glaube, das habe ich bei meinem alten Speicherstand, den wir bald erreichen sollten, habe ich schon getan. Aber ich werde jetzt Tifa nie mehr aus den Augen lassen, weil die haut ja so einen Schaden raus. Also von den Limits her meine ich. Und das lohnt sich voll. Ja, dann zeige ich euch jetzt auch mal die Beschwörungssubstanz, die wir gekriegt haben. Nachdem wir natürlich die First Limit durchgelassen haben. Wobei ich hoffe...
Ja, das ist heute gut sein, denn wir leben noch. Aufruf! Und zwar hier, Schokobon Mock. Der erste Aufruf, den wir kriegen können. Ja, dann zeigt er. Todesstoß! Okay, das mit der Wand ist jetzt nicht so gut, aber auf alle Fälle. Normalerweise kommt der Schokobon Mock halt ziemlich weit von fern angelaufen und rennt immer über einen Haufen den Gegner. Wie ihr seht, macht nicht schlecht Schaden. Ist ganz vorteilhaft so. Ja. War ich sonst noch irgendwas? Nö. Voll heilen. Oh. Einen Moment. Ich habe gehofft, dich nie wieder zu sehen. Weißt du, wer ich bin? Von den Turks, oder? Nun, wenn du Bescheid weißt, wird das hier nicht lange dauern. Es ist schwer zu erklären, was die Turks tun. Kidnapping, oder? Negativ ausgedrückt kann man das so sagen. Aber ganz so einfach ist es jetzt nicht mehr. Ja, was nun, Root? Bitte. Ist okay, Root. Ich weiß, du magst keine Reden, also brich dir keinen ab. Elena, dann erklär du das. Ich bin das neueste Mitglied der Turks. Elena, dem, was du Reno angetan hast, haben wir zu verdanken, dass wir so wenige sind. Wieso, wir haben den doch nur ein bisschen auf die Fühler gekloppt, ja? Obwohl, deswegen bin ich zu den Turks befördert worden. Auf alle Fälle müssen wir herausfinden, wohin Sephiroth unterwegs ist. Und versuchen, euch ständig aufzuhalten. Halt mal, es ist genau umgekehrt. Ihr seid diejenigen, die uns ständig im Weg sind. Elena, du redest zu viel. Zhang? Es gibt keinen Grund, denen etwas von unserer Order zu erzählen. Entschuldigung, Zhang. Ich dachte, ich hätte was anderes befohlen. Geht jetzt. Vergiss nicht, deinen Bericht zu schreiben. Oh ja. Also dann, Root. Ich werde Sephiroth folgen. Der befindet sich auf dem Weg zum Hafen von Yunnan. Wow. Elena, du scheinst es nicht zu verstehen. Oh. Entschuldigung. Geh. Lass Sephiroth nicht entkommen. Jawohl. Gut, das Doppelstimmige kann ich jetzt nicht so, aber hey, ne? Versteht sich schon von alleine. Reno sagte, er wollte dich sehen, nachdem die Wunden, die du ihm zugefügt hast, geheilt waren. Er wollte euch alle seine Zuneigung beweisen. Mit seiner neuen Waffe. Okay. Soll er nur kommen, kriegt er wieder auf die Fresse. Naja, dann... Oh, ist Eris. Ist sie nicht bei dir? Eris ist nicht bei uns, sie ist bei den anderen. Oh, grüß sie von mir. Thang? Eris? Was ist das denn für eine Liebe jetzt hier bitte, hä? Huh? Er hat sie gekidnappt. Egal, weitere Truhen. Das soll uns jetzt nicht interessieren im Moment. Geht doch. Nee, hoch. Ich hab gesagt, hoch. Damn it. Geht doch. Ja, und da sind wir auch schon wieder draußen. Wir gucken uns noch ein bisschen hier um. Nee, umgucken. Ich wollte mich umgucken so ein bisschen noch. So, vier Wälder. Da hinten ein cooler Makroreaktor mit einem Vogel drauf. Ja, Wälder. Okay, dann werde ich mal hier kurz eine Pause für mich einlegen und für euch auch. Und ja, danke, dass ihr reingeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und da werden wir uns auf die Jagd nach dem nächsten Charakter machen. Bis dahin, haltet die Ohren steif.
Und danke fürs Zuschauen. Bis denn. Ciao.